Aufrappeln, Männer von Neuchâtel Xamax. Letzte Saison mussten die Neuenburger als Schlusslicht in die Barrage. In Spiel 1 der neuen Saison heißt der Gegner Schaffhausen. Alles beginnt wieder bei 0. Von Minute 0 an kreiert das Heimteam in Rotmeer Torgefahr. Das ist ein Sakala zur Mitte. Da ist Zürde. In der 18. Minute steht es 1:0 für Xamax. Ja, die Herren Sakala und Zürde bekommen die Gäste in der ersten Halbzeit nicht unter Kontrolle. Wieder Sakala und wieder trifft Zürde. 2:0 steht es nach einer halben Stunde. Das Ballbesitzverhältnis zwar ausgeglichen, Schaffhausen hat aber Schwierigkeiten, scheint noch nicht ganz im Spiel angekommen, Xamax hingegen hellwach. Da erlaubt sich Enzler einen Schubser, das ist nicht elfmeterwürdig. Jetzt geht's in die Pause. Franck Surdet, dem Mann der ersten Halbzeit, wird da schon mal auf die Schulter geklopft. Das 21-jährige Xamax-Juwel ist auch in Halbzeit 2 auffällig. Da ist wieder Surdet am Ball, hat das Auge für Del Toro. Der Ex-Schaffhausener verzichtet auf den überschwänglichen Jubel. 3:0 steht's nach 55 Minuten. Wir sind jetzt bereits in Minute 78. Schaffhausen bis jetzt mit nur 2 Schüssen aufs Tor. Maleku, der Neuzugang aus Luzern, haut diesen Ball am Tor vorbei. Auch Xamax hat Neuzugänge. Vom SC Karlsruhe gekommen ist Rapp. Der verpasst und auch Marin verzieht. Es bleibt beim 3:0. Xamax zeigt ein überzeugendes Startspiel in die neue Saison. Auch dank ihm hier, Franck Surdet, dem Doppeltorschützen.